Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem Eskad, wie auch sonst, auf meinem Kanal, haha. Und wir spielen, wie man lesen kann, Enclave, ein Rollenspiel, ist schon ein paar Jährchen älter, ein sehr geiles Game, was damals sehr gelobt wurde für seine die Texturen sehen gut aus, aber die sind sehr klein, also die sind von der Dateigröße sehr klein und das war unter anderem einer der positiven Punkte an diesem Spiel. Ansonsten vom Spiel her ist es auch ziemlich geil. Ich habe es allerdings noch nie durchgespielt. Von daher bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und da es auch mehrere Klassen, etliche Klassen gibt, werde ich einfach mal dann irgendwas nehmen. Erstmal drücken wir Start und landen auf dem Rücken dieser komischen Krähe. So, wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Das versteht sich ja von selber. Ich bin, wie man hören kann, ein wenig nasal. Ich bin ein wenig erkältet. Ich weiß auch nicht warum. Ist ein bisschen doof. Bei dem Wetter kein Wunder. Deswegen gab es gestern noch kein Video an dieser Stelle. Sorry dafür. Ich werde das dann, ja. Was soll man machen, ne? Wenn man krank ist. Heute geht's wieder. Ich hoffe, es ist bald weg. Ich werde auch diese Aufnahme nur... ich werde sie recht kurz halten. So zwei Folgen oder so. Halbe Stunde. Einmal kurz anmachen. Damit ich dann zwei Tage nochmal auskurieren kann. Oh, ich lande wieder im Intro. Um dann... voll gestärkt mit altem Elan dann weiterzumachen. Aber ich laber viel zu viel und wir legen los. Ja, wir spielen natürlich auf Medium. Klar. Und wir heißen nicht Game. Enter Name of Game. Wir sind voll der Eskad. A Name Eskad. Ach so, ja, ich habe schon mal jetzt angefangen. Ja. Wir überschreiben es. Wir haben zwei Kampagnen, das ist ganz geil. Die kann man leider noch nicht nehmen. Da ist ein Schloss vor, glaube ich. Nee, ist kein Schloss. Tja, wir können die gute Kampagne und die böse Kampagne. Ich meine... Also ich habe in der Testaufnahme auch die gute Kampagne gespielt, auch wenn die nur 5 Minuten ging. Ich spiele einfach mal die dunkle, weil ich nicht weiß, ob ich die schon kenne. Ich mach's einfach mal. Und ja, dann... Okay, da ist doch ein Schloss vor. Dann müssen wir erst die gute Kampagne spielen, um dann die dunkle Kampagne zu spielen. Wenn das Spiel gut ankommt, werde ich das natürlich auch tun. Aber nichtsdestotrotz starten wir jetzt mit der guten Kampagne. Scripted within an ancient tome, which lies beneath centuries of dust in the guarded library of Mechalon, is the story of how the Rift was formed. Though most cannot recall a time when the Rift did not divide the Enclave and the Outlands, they were at one time unified. At that time, there were lands where the very essence of magic was believed to dwell, for they were lush and prosperous. All who did not hold the secrets of the soil, which were protected by the Pact of Jifuro, coveted these lands fiercely. The great demon Vatar was among these envious creatures, for he believed that with the magic of these lands in his grasp, he would surely become invincible. And so, he led his army to attack the dwellers of the land and lay claim to it for himself. The battle raged on, until at last the mighty wizard Zael stood alone against Vatar to protect the lands. When all hope seemed lost, and Vatar's victory imminent, Zael struck the final fatal blow. With a roar of anger and anguish, the wizard slammed his staff into the ground. The world trembled and then parted beneath Vatar's feet. A scream of outrage erupted from the demon's throat as he fell to his defeat. However, victory did not come without a price. The chasm that grew from this powerful blast of magic was too vast to be traversed, and the people were separated as much as the lands. Those who had come to aid their brothers in fighting against the demon's army returned to their home, called Mechalon, with stunned minds and heavy hearts. The Pact of Jifuro had been broken, and they had become separated from their brothers. The denizens of the Outlands, a dark and selfish people, became known as the Dreg'Atar, and the enclave of Magic Land, which had been divided from the rest,
formed a peaceful city called Selenheim. In time, all wounds are healed, for in the lengthy span since it was torn asunder, it seems that the magic inherent within the world has begun to knit the land back together. The rift grows smaller and can even be crossed in certain locations. Though it should be a time of celebration and rejoicing, such is not the case. For despite the passage of time, the greedy Dregatar still lust after the lands of magic. Raid after raid has been sent into the Enclave in hopes of weakening it for the major attack the Dregatar intend to wage as soon as they are able. Crops burned and possessions stolen, Selenheim has been thrown into a state of extreme unrest. Heavy taxes are levied upon the people to help pay for the city's defense. This has led to uprisings within the Enclave, and some of its inhabitants have landed in jail, along with the true enemy. And it is here that our story begins, a few rebellious grains of sand within the ever-turning hourglass of life. Ja, da sind wir. Der lädt natürlich das Spiel noch. Ja, die Story, für die Englisch nicht so gut können, einmal ganz kurze Fassung. Ich habe die Namen jetzt alle nicht drauf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall irgendwas mit Magie. Und dann hat der böse Lord gegen einen mächtigen, Valar war bei Game of Thrones. Val irgendwas. Der hat dann gegen diesen großen, bösen, mächtigen Wizard, nicht böse, aber diesen mächtigen Zauberer gekämpft und der hat fast verloren, hat dann aber die Welt gespalten und diesen Riss entstehen lassen in der Erde, der, dann die Brüder voneinander geteilt hat, sprich, die eine Kultur von der anderen, oder jetzt mittlerweile sind es andere Kulturen, die vorher eigentlich eins waren. Und ja, dann haben sich zu mehr so, ja, die sind mehr so die Outlaws, mehr so die Orks, so ein bisschen so unzivilisiert, und die anderen sind eine zivilisierte Hochkultur mit Magie etc., die man ja dann allerdings wieder angegriffen hat, da über Zeit dieser Riss immer enger wurde oder immer kleiner wurde und jetzt an manchen Stellen überquert werden kann, und deswegen ist hier wieder mächtig Krieg, und deswegen ist die tolle Stadt Selenheim natürlich unter Belagerung von diesen anderen, dessen steht das da drüben? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall haben wir natürlich das Problem, dass wir in genau dieser Stadt, in genau irgendeinem Gefängnis, aus irgendwelchen Gründen liegen. Und ja, ist nicht so geil, sag ich mal. They imprison their own too, I see. The sound you are hearing is the sound of your death. The rolling thunder of my fellow Outlanders. The sound of the Dregatar. Slaughtering your kind, Dregatar, scaling the walls of this puny fortress. They are coming to set me free. And if they don't get to you first, I will personally rip you apart. Oh. Ja, das ist mal Hilfe. Auf so Hilfe kann man echt verzichten, ne? Ja, die Dregatar greifen die Stadt an. Okay, ich kann laufen, ich kann mich drehen, ich kann hüpfen, man sieht mich nicht. Ich kann mich nicht in die... Steht nicht alles drauf. Ich kann mich nicht so drehen, dass ich mich sehe. Geht das hier? Ne. Ich kann nichts machen, außer laufen. Dann würde ich sagen, wenn wir schon die Möglichkeit haben, laufen wir Mary durch. Also man sieht, das Spiel ist jetzt nicht mehr das Neueste. Für das Alter, das es hat. Ich habe hier gerade mal eine Sekunde. Es ist natürlich die Gold Edition, die von 2012, die überarbeitete mit verbesserten Inhalten, aber das Spiel an sich steht da nicht bei. Was wäre auch zu schlau, wenn das dabei stehen würde. Aber das ist, ich meine, es ist, oder? Stand das da? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Hier steht doch, da steht 2010. Das ist älter, 2 Jahre alt. Dann habe ich gespielt, da war ich irgendwie 16 oder so. Also das ist schon, ich tippe mal so, oh, ein Schwert. Press Q. Das Spiel gibt es leider nicht auf Deutsch. Zumindest habe ich keine Soundeinstellung gesehen. Ich gucke noch, ich weiß auch nicht, warum ich da immer drauf gucke, aber ich gucke mal auf die Spiel Game in Deutsch. Moment, da steht, das Spiel gibt's in Deutsch. Das wollen wir doch mal sehen.
Dann hätten wir auch das Intro auf Deutsch. Na gut, egal. Sound. 3D-Sound. Game. Blood, natürlich. Video? Nein. Controller? Nein. Und wo kann ich den Ton einstellen? Restart? Show Briefing? Ich weiß nicht wo. Ja, ich werde ja wie gesagt nur ein halbes Stündchen aufnehmen, so zwei Folgen. Wenn ich dann die nächste Aufnahme starte, schaue ich vorher mal, wie man das Spiel auf Deutsch stellt. Ich persönlich kann ja Englisch, aber das hilft den Leuten, die zugucken, die kein Englisch können. Nämlich nicht, und dann muss ich nämlich nicht immer alles übersetzen. Ich kann natürlich das Schwert auch benutzen. Klar. Und was ist hier? Ein Hebel. Maus 2. Oh la la. Ein Geheimgang oder sowas ähnliches zumindest. Ja, da gehen wir nochmal rein. Da. Okay. Eine Fackel ist notwendig. Wo kriege ich denn eine Fackel her? Was haben wir denn hier? Oh, der ist nicht mehr so. Was ist denn das? Goblin, Ork, irgendwas? Der ist von da oben runtergefallen, glaube ich. Der wollte wohl mal gucken, nur. Hat sich leider vertrampelt. Bitte? Oh. Hier fällt die Decke ein. Ist nicht gut. Die Decke fällt uns auf den Kopf. Ah, das hat gekratzt. Dann laufen wir mal hier hoch. Und da finden wir... Ach. Torch. Snotling. Hallo Snotling. Wow. Achso, der kann mich nicht kriegen. Ja, wir haben eine Fackel. Da komme ich aua. So wie es aussieht, nicht durch. Aber ich habe ja diesen unterirdischen. Aua. Diesen Geheimgang. Falls man. Ist ja kein Geheimgang, wenn es der einzige Weg nach draußen ist. Ah, sieh mal leider an. Und nun? Wie kommen denn da ran? Wenn ihr seht, da oben sind so Golddinger drin. Hm. Oh, da komme ich überhaupt nicht hin. Oder? Boah, das ist ja gemein, ey. Ich will da oben hoch. Hallo, weg. Ach, Mann. Komme ich nicht dran? Ist das eine Scheiße? Sind hier noch mehr so geheime Fächer? Ich will mal gucken, in dem anderen da auch einmal. Nö, da ist nichts. Ja, fangen wir mit dem Spiel am besten einfach mal an. Wir haben natürlich jetzt die Fackel dabei und die packt direkt aus. Man sieht natürlich wieder viel. Da muss ich crouchen. Das ist ja... Huch. Ja, und da falle ich runter. Aber die Decke... Ja, es gibt nicht viele Wege gerade. Oh, eine Ratte! Die tut nichts. Hier fällt alles zusammen. Komisch, dass es im Abwasserkanal keinen Abwasser gibt. Climb Ladder to move. Aber hier gibt es noch zwei Wege. Dann laufe ich erstmal hier lang. Was gibt es denn hier? Nichts. Das ist gut. Da was gelernt. Und auf der anderen Seite sind wir also hier. Hier ist Staub. Wow. Hier ist... Ich nehme mal einfach links. Nein, hier ist nur eine Leiter. Na, ja, guckt mal. Ah, noch mehr. Ah, hier geht es wieder runter. Also ein paar Texturfehler sind hier noch. Also wie gesagt, das Spiel ist nicht mehr das jüngste. Und hier? Achso, hier hätte man nur oben gucken können. Okay, das ist also eins. Da komme ich nicht weiter. Kann ich wieder zurücklaufen und dann kann ich, denke ich, hier... Also hier mit den Leitern ist ein bisschen tricky. Ja, weil man muss nämlich springen und dann in der Luft nach vorne drücken. Sonst springt man dran vorbei. Oder läuft dran vorbei. Oder beides. Das ist alles ein bisschen blöd. Wir haben uns gerade Gold eingesammelt. Da oben rechts sieht man 10 von 50. Press E to switch items. Activate the shield. Achso, ja. Hallo? Mit dem Rechtsklick kann man natürlich sich, decken. Aua. Stirb! Kann uns eh nichts anhaben. Ja, kann er wohl. Also wenn man links oben guckt, so viel Leben hat man hier nicht. Also wir sind schon ziemlich angeschlagen, muss ich ja sagen.
Ich muss da bestimmt an so ein Rad, ne? Ups. Wer bist du? Ah. Ja! Ja, für eine Combo. Ja, es ging flott. Kann ich das auch hochmachen? Ach, tatsächlich, guck mal. Gehen wir nochmal erstmal hier runter. Ach, hier waren wir ja schon. Aber mehr als da oben. Jetzt komme ich da oben an das andere Ding auch noch nicht ran. Ich habe auch keinen Supersprung gefunden. Und magische Fähigkeiten oder so. Hier ist nicht so geil. Gerade. Ja, du, Snotling. Dass sie einen aber auch nicht angreifen, finde ich interessant. Er versucht automatisch die Tür zu öffnen. Mehrfach, mit aller Gewalt, aber es scheint nicht zu gehen. Da fallen wir besser nicht rein, sonst enden wir, glaube ich, wie der, der da vorhin unten lag. Und der rennt einfach weg. Der rennt einfach weg. Wo rennt er hin? Ach, da rennt er hin. Ah, ich habe ihn erwischt. Oh, da war einer, der sah aus, als würde er zu uns gehören. Naja, der sah mal so aus. Was ist denn das hier? Ist das irgendwie komisch? Kann man nicht erkennen. Ja. Die Steuerung ist manchmal... Hier geht's gar nicht weiter. Die Steuerung ist teilweise recht... Da ist gar keiner mehr. Wo ist er hin? Ja, manchmal ist die Steuerung komisch. Okay, da ist dann also der weitere Weg, wie es scheint. Ah, er läuft zu saufen. Ihr sollt sterben. Ich kann ihn nicht töten. Jetzt schon. Was ist mit ihm? Er ist nicht tötbar. Den kann man nicht umbringen. Ist das ein Mensch? Scheint ein Mensch zu sein. Warum man den, der hier unten sitzt und besoffen ist, nicht umbringen kann, weiß ich aber auch nicht. Press F. Ah. Health Potion.